Hallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Nuzlocke hier mit mir auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr damit eingeschaltet habt. Wir stehen gerade in der Arena selbstverständlich von Flavia. Das ist die Arena-Leiterin von der Lavastadt, wenn ich mich nicht irre. Und hier sind wir. Ich zeige euch mal unser aktuelles Team, damit ich auch ein bisschen Einschätzung habe, wo ich stehen geblieben bin beim letzten Mal. Ich vergesse das doch immer sehr schnell. Denn die letzte Aufnahme ist schon ein bisschen her. Ja. Okay. Immer noch dabei, Pinsir schon lange. Da fällt mir gerade ein, wo ich gerade von lange dabei rede, dass ich die Routenliste mir wieder ran schaffen muss. Entschuldigung. Ich öffne sie schon mal vorsorglich. Ich glaube nicht, dass wir heute eine neue Route sehen werden. Mal gucken. Jetzt habe ich sie auf jeden Fall da. Pinsir Route 104. Übrigens dazu gekommen. Entschuldigung, hier ist auch. Ich entschuldige mich bei meiner Tastatur dafür, dass ich das aufladen kann vom Handy ums rumgelegt habe. Nun, so bin ich. Capaloris, unser Dancer und Vogel mit dabei. Das sind die Damen und Herren. Hallo, ich möchte hier raus. Ach so. Wait a second. Ah, man kommt mit den Spielen immer durcheinander, wer welche Knöpfe benutzt. So. Da steht die liebe Flavia. Wir haben Pläne. Ich habe Pläne. Ach so, ich bin so witzig gehüpft. Nach dieser Arena, denn ihr habt fleißig in die Kommentare geschrieben und mich auf zwei verschiedene Dinge hingewiesen, wo ich vor allem bei der ersten, ich bin sehr souverän gerade zum Ausgang gekommen, oder? Wo ich vor allen Dingen bei der ersten unglaublich überrascht war oder mich gewundert habe. Denn in Laubwechselfeld, ich krieg langsam die Namen wieder hin, ich freue mich, da ist der Attackenerlerner und ich habe da ein paar Pokémönchen, die ein bisschen Bedarf hätten, zusätzliche Attacken zu erlernen. Aber dieser Herr möchte gerne Herzschuppen haben für diese Tätigkeit. Excuse me? Hallo? Ich habe ein Pokémon verloren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wo ist das Pokémon? Nicht blind? Hallo? Was ist hier los? Okay, der Welt? Sind wir in einem Zwischenuniversum? Wo ist denn mein Libiskus? Mein Libiskus ist weg. Was ist denn hier passiert? Hä? What the fuck? Okay, Leute, mir ist die versteckte Kamera. Ich sehe nur die zwei vor meinem Gesicht. Gibt es hier noch eine dritte? Libiskus, Granithöhle. Gefangen, definitiv. Wo ist Libiskus hin? Libiskus ist in der Poképension. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich war gerade so, what the fuck? Mir wurde der Hinweis gegeben, oder ich sollte mal nachgucken, ob Libiskus eine Herzschuppe trägt. Sorry, Leute, das war jetzt gerade richtig lost. Das ist einfach schon 2 Monate her, dass ich das da abgegeben habe. Alles gut, wir haben es wiedergefunden. Pokémon verloren, aber wiedergefunden. Weil für den Fall, dass Libiskus eine Herzschuppe trägt, was wo die Wahrscheinlichkeit ist wohl sehr hoch. Dann. Oh, hier ist noch ein Trainer. Dann können wir ein Pokémon einen Attack beibringen. Ach, ist das heiß. Ja, wunderbar. Ich wusste gar nicht, dass da am Anfang noch einer ist. Sehr gut. Ich muss nämlich mit allen Trainern, die es gibt, in diesem Spiel kämpfen. Wenn wir den übersehen hätten, nicht gut. Hendrik. Er weiß einfach, was das beste Pokémon ist. Voll gut. Voll gut. Jetzt ist die Frage, was setzt sich dagegen ein? Oh, ich habe selbiges befürchtet. Oh, ich habe selbiges befürchtet. Ach, scheiße, ein Dreck. Ein Glück hält Rattini nichts aus, ey. Ich war gerade so, kann das jetzt schon?
kann das jetzt schon Drachenwut oder nicht? Boah, Digga, kurzer Herzinfarkt. Drachenwut echt nicht spaßig, wenn man da drauf trifft. Ich darf das einsetzen, die anderen nicht. Ist ja klar. Irgendwie wackelt das Spiel die ganze Zeit und das ist ja komisch. Huch, falscher Knopf. Sorry. Meine Maus ist ja immer noch kaputt. Die wird auch sehr, sehr lange kaputt bleiben. Also stellt euch darauf ein, alle auch die anderen sehen das mindestens noch 3 Monate, bevor ich mich da überhaupt mal bewege. Auch wenn Dinge kaputt sind, dass ich werde es so lange ausreizen, bis es wirklich gar nicht mehr geht. Solange es nur ein bisschen kaputt ist und mich nicht davon abhält, diesen PC zu bedienen, werde ich das nicht ändern. Oh, hier bei dem Sprite sieht man richtig, wie so der Panzer so aufgeklappt ist da hinten bei den Rohren. Schießkanonen. Rohre. Wie heißt denn das? Lauf. Ein Kanonenrohr. Wie da so der Panzer hochklappt. Mann, ich habe heute einen Frosch im Hals. Unangenehm. Heute ist übrigens der 31.12. am Tag dieser Aufnahme. Ich sitze bei meiner Aufnahme in Berlin. In Berlin ist schon seit 3 Tagen Silvester. Deswegen, ich würde mich nicht wundern, wenn wir während der Aufnahme ein paar Feuerwerkskörper explodieren hören. Noch ist 11 Uhr. Ich hoffe, dass es sich noch so zieht bis um 2. Bevor es losgeht. Aber spätestens um 2 ist hier vorbei. Ah, oh, das hat sich gereimt. Oh, Entschuldigung, aber ich mag das, wenn sich Dinge zufällig reimen. Das macht mich glücklich. Genau wie Single. Nee, Glücksfall es tut. Der Glücksfall macht mich glücklich. Ich war gerade so, wen habe ich eingesetzt? Momot. Erinnert ihr euch noch am Anfang dieses Kampfes mit der Drachenwut? Ich erinnere mich noch. Als wäre es gestern gewesen. Und ich erst vor 5 Minuten. Der Schweiß lief mir in die Augen. Das Problem kenne ich nicht. Ich kenne nur... Na doch, im Sommer, wenn man so Sonnencreme im Gesicht hat und die dann ins Auge läuft, weil man schwitzt. Das kenne ich. Das ist sehr nervig. Habe ich übrigens lange unterschätzt. Sonnencreme fürs Gesicht extra. Würde ich nie wieder zurückgehen. Ich habe, als ich noch jünger war, immer einfach ganz normale Sonnencreme dahin geschmiert. Nicht so gut. Es hat seine Daseinsberechtigung in meinen Augen. Sonnencreme mit extra fürs Gesicht. So. Hier haben wir schon gekämpft. Ich weiß jetzt echt nicht, wie es weitergeht. Muss jetzt ein bisschen. Das war es offensichtlich nicht. Dann wissen wir, dass wir hier neben ihnen gehen müssen. Können wir uns wahrscheinlich nicht merken, aber man kann es halt trotzdem versuchen. Hier. Es ist gar nicht so Zufall. Das ist schon ziemlich geskriptet hier. Pokémon hat es voll geskriptet. Seht ihr, da haben wir uns schon wieder in der Sackgasse manövriert. Können wir uns das jetzt noch merken? Ich weiß es nicht. Ich finde es einfach krass, wie hier so ein minderjähriges Kind misshandelt wird und in irgendwelchen Wasserlöchern ertränkt wird. Das finde ich irgendwie unangenehm. Nein, das war schon wieder falsch. Das ist doch richtig, ja. Abfuck-Moment. Aber ich behaupte ja, dass ich ein relativ gutes Gedächtnis habe, also... Aber hier bin ich schon wieder lost. Hier weiß ich schon nicht mehr. War richtig, okay. Immer links eigentlich, bis jetzt. Nur hier oben rechts ist ja fast dasselbe wie links. In dem Sinne. Oh, hier ist jetzt kompliziert. Du musst ganz schön müde sein. Willst du nicht hier im heißen... Hier im heißen Sand außen? Wo ist denn hier Sand? Du solltest wissen, dass Willenskraft ganz wichtig für einen Trainer ist. Er meint, ich soll durchziehen, obwohl ich erschöpft bin. Das führt zum Burnout, ne? Burnout, Feuer, Arena. Ach. Komm, lassen wir, wie es ist. Reden wir nicht weiter darüber.
Diesen Kampf traue ich mir zu. Mit Zinger. Hä, ist Verfolgung nicht nur beim Austauschen? Verstehe ich nicht. Es gibt so Attacken, die verstehe ich einfach nicht. Ich will es aber auch nicht verstehen. Pudox. Pudox ist auch die Kragenweite. Von Singer. Ich habe als Kind übrigens sehr lange gebraucht, um zu verstehen, dass es Wampel in zwei verschiedenen, sich in zwei verschiedene Art und Weisen. Nee, warte, warte. Ja, doch, oder? Wampel kann sich entweder in das eine oder das andere entwickeln. Aber bei mir hat es sich immer nur in das eine entwickelt. Pudox ist doch eine Weiterentwicklung von Wampel. Was ist hier los? Wahrscheinlich ist das irgendeine Bedingung, dass das nachts passieren muss oder so. Und ich habe immer tagsüber gespielt. Oh Mann, hörst du bitte auf, diesen Kampf in die Länge zu ziehen. Wisst ihr, ich wollte das jetzt hier vor noch, schon noch vor Mitternacht fertig kriegen, die Geschichte. Ne? Oh, und ich bin mit Freunden verabredet. Silvester entspannender zu verbringen, was offiziell nicht Berlin ist. Alle Berliner wissen das. Ja, und deswegen hoffe ich, dass da weniger geböllert wird. Und jetzt haben die gestern oder vorgestern erst gesagt, dass es um 19 Uhr erst losgeht. Und ich weiß, wenn ich hier um 19 Uhr bei mir losgehe, da ist doch schon die Kacke am Dampfen. Er kann ja auch direkt um Mitternacht in Berlin sein. Ich hatte eigentlich, du musst noch dahin, wo du hin willst an Silvester, und zwar bevor es dunkel wird. Sobald dunkel wird, ist es vorbei. Ich zieh's jetzt durch. Ich zieh's jetzt durch. Wenn es jetzt ist, dann ist es das hier. Dann stehe ich hier und dann gehen wir ins neue Jahr mit einem neuen Naslock. Ist okay für mich, okay? Halt, warte. Hallo, du Winzling von Trainer. Wie schön, dich hier zu sehen. Jetzt habe ich gerade Winzling genannt. Entschuldigung. Ich bin verantwortlich für... Nein, warte. Ich bin Flavia, die Arena-Leiterin hier. Du sollst mich nicht unterschätzen, nur weil ich noch nicht so lange Leiterin bin. Ich habe das Talent meines Großvaters geerbt und daher kann ich dir die... heißen Attacke zeigen, die wir hier entwickelt haben. Na, da freue ich mich doch. Es tut mir leid, es setzt sich fort. Flavia, die hat noch richtig Energie, die hat noch richtig Bock. So, Leute, das haben wir geübt und ich habe es vergessen. Psycho. Stahl? Ist nicht Flug. It's a trap. Ich glaube, es ist nicht Flug. Ich weiß, dass ich das schon fünfmal hatte in diesem Nuzlocke und es nicht mehr. Ich kann es mir immer noch nicht fucking merken. Was kann das denn wohl? Ich glaube, das kann so Psi-Strahl und solche Geschichten. Unangenehm. Das ist das Legendary der Generation. Feuer ohne. Richtig. Okay, das ist gar nicht effektiv. Aber stark. Nicht effektiv, aber stark. Nee. Ihr wisst, ich fühl's einfach nicht. Ich sitze jetzt hier und denke mir so, eigentlich, nee, mein Team kann das nicht. Eigentlich bin ich hier falsch. An der falschen Stelle bin ich hier. Schaut euch das doch mal an, das ist doch unfair. Welches Fuckin macht denn sowas? Das sind 5 Level. Hab ich überhaupt eingekauft? Oh Gott. Ein Volltreffer und das war's. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Wo sind meine Items? Toll. Super Trank. Hilft mir gar nichts. Danke, wenigstens das. Ich zieh's jetzt durch. Sandwirbel rauf. Zum geht nicht mehr. Der Bodyguard lässt nach. Haha, Sandwirbel trifft trotzdem, oder? Trifft Sandwirbel? Ich weiß nicht. Nein, das wusste ich nicht. Ich glaube, diesen Edge Case habe ich noch nie erreicht. Dass ich bei einem Schutzschild eigentlich keine Angriffsattacke, sondern eine Statuswertattacke eingesetzt habe. In meinen 27 Jahren Lebenszeit ist das noch nicht einmal vorgekommen, weil ich mache das eigentlich nicht. Also ich habe außer vom Nuzlocke noch nie Sandwirbel oder irgendwas, Heuler, Brüller oder sonst irgendwas eingesetzt. Nie. Deswegen ist es nie dazu gekommen. Ich hätte jetzt gedacht, es trifft. Trotzdem. So, jetzt ist vorbei.
Jetzt gucken wir mal. Ich werde den Teufel tun, jetzt Wirbelwind einzusetzen. Dann muss ich das die ganze Scheiße gleich nochmal machen. Das war nicht auszuschließen, dass es irgendwann nochmal trifft. Performt, würde ich sagen. Ganz klar performt. Godzilla, normal. Oh no. Feuer. Was ist Godzilla? Rosalia ist... Nicht Rosalia. Roserade? Nein. Jetzt bin ich völlig verwirrt. Wie heißt denn die Weiterentwicklung? Ich kann sie euch aufmalen. Ich kann nur gerade den Namen nicht sagen. Oh nein, wir sind falsches Geschlecht miteinander. Es ist... Rosanna! Gehirn. Gehirn hat mal wieder performt. Oh, das ist schon wieder so ein Fuck-Upper. Das ist schon wieder so einer, wo du dir denkst, nee. Kein Bock. Rosanna. Das ist Eis, oder? Sagte sie und setzte ihr Drachen-Pokémon ein. Gut, das hat sich erledigt. Was mache ich hier? Ich bin so lost einfach. Oh. Ja, Eis. Stellt euch mal vor, das hätte Pulverschnee eingesetzt gerade. Das Vieh. Also manchmal habe ich wirklich mehr Glück als Verstand. Jetzt kommt Feuerattacke. Nein, natürlich Sternschauer. Wir sind zwar in der Feuerarena, aber egal. Komm. Gute Nacht. Ich werde die Gelegenheit nutzen, ein anderes Pokémon zu heilen. Komm. Übrigens, lass uns über Dinge sprechen. Oh, was für ein Witch-Move. Ich habe gerade dasselbe gemacht, ich weiß. Also. Wie fange ich dieses Gespräch am besten an? Es gibt, ja, in eigentlich, glaube ich, fast jeder Generation die Geschichte damit, dass man Pokémon nicht krass stark überleveln darf. Das bedeutet, es gibt so eine Mechanik, dass bist du einen bestimmten Arena-Orden errungen hast, dann sagt dir das Spiel, du darfst jetzt, du kannst das Pokémon bis Level 35 trainieren, du kannst das Pokémon bis Level 40 trainieren. Und wenn du, bevor du diesen Orden hast, die Pokémon overall levelst, dann gehorchen sie dir manchmal nicht mehr. Das hängt auch damit zusammen, dass du dir bei teilweise ja Pokémon ertauschen kannst. Und Silla, das ist echt, das ist ein Witz. Und es geht halt darum, dass dir nicht irgendwie ein Kumpel ein Level 100 Pokémon gibt oder eine Kumpeline und du dann rasierst. So, das ist der Grundgedanke. Und ich glaube, in diesem Spiel ist es auch so. Ich weiß nicht, sie haben es mir irgendwie noch nicht so mitgeteilt, aber ich glaube, das ist in diesem Spiel auch so. Und dann gibt es diesen anderen Aspekt, dass es Leute gibt, die spielen Nuzlocke so, dass sie sich selber auferlegen, dass sie ihre Pokémon nicht höher als das Level des stärksten Pokémons einer Arena trainieren dürfen. Also, wenn wir davon ausgehen, dass Godzilla das stärkste Pokémon von Lavia ist, dann dürfte ich kein Pokémon über Level 28 haben oder einsetzen. Ich finde diese Regel bescheuert. Jeder soll nach seinem Gusto diese Geschichte spielen. Es gibt keine, das ist der eine und der andere Weg. Für mich, ich verstehe das aber nicht. Weil ich finde, die einzige Möglichkeit, die diese... Meine Lampe ist gerade abgerutscht. Sie ist so ein Teleskopstab, der hat sich gerade eingefahren. Gut,
dann bleibst du da jetzt auf der Höhe. Auf jeden Fall ist meine Einstellung zu Nuzlocke, dass der einzige Vorteil, den du hast, ist, dass du, wenn du Bock hast, dich 3 Stunden hinsetzen kannst und deine Pokémon 5 Level auflevelst. Ich habe nicht gelesen, welches Pokémon jetzt kommt. Scheiße. Genau. Und das ist der einzige Vorteil, den du hast. Wenn du, jetzt wird's zum Glück richtig. Wenn du jetzt sagst, du machst es nicht, nimmst du diesen Vorteil. Das möchte ich persönlich nicht, weil ich finde das nur fair, dass wenn ich mehr Zeit rein investiere, es ist ja nicht so, als ob einem die Level geschenkt werden. Man muss ja immer dafür kämpfen und trainieren. Dann soll man es auch dürfen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Glück habe und 5 Sonderbonks hintereinander kriege, will ich mich nicht zwingen müssen, die nicht einzusetzen. Das sind ja Dinge, die ich trotzdem erarbeitet habe. So, wir reden gleich weiter an der Stelle. Ich bin ja noch nicht lange Arena-Leiterin. Ich habe zu sehr versucht, jemand zu sein, der ich gar nicht bin. Ich muss Dinge auf meine eigene Art angehen, sonst verwirre ich nur meine Pokémon. Danke, dass du mich das gelehrt hast. Du hast dir das hier wohl verdient. Ich gewinne sehr viel Geld. Ich erhalte den Hitzeorden. Wo ist er denn? Lass mich kurz gucken. Hier. Und dann das mal ausklappen. Hitzeorden. Wo ist er? Tada! Da ist er. Hat ein bisschen gebraucht. So, mit dem Hitzeorden keuchen dir alle Pokémon bis Level 50. Auch die, die du durch Tausch erhalten hast. So. Ab sofort kannst du stärker außerhalb des Kampfes einsetzen. Das ist ein Zeichen meiner Ankündigung. Hier, bitteschön, DM50. Danke, danke. Ich unterhalte mich gerade. Hitzekoller, ja, großer Schaden, aber gleichzeitig wird auch der eigene herabgesetzt. Ja, wunderbar. Also, das Spiel sagt mir jetzt, der natürliche Level Cap vom Spiel ist 50. Da ist ja noch ein bisschen Luft. Wir haben jetzt gerade 31. So. Anschauen, wie geht's dir? Das ist eine beachtliche Sammlung an Orden. Also gut, das schenke ich dir, das Wüstenglas. Ja, wunderbar. Ich packe das Wüstenglas ein. Nimm das mit, wenn du in die Wüste in der Nähe von Rubin 11 willst. Da sollten sich einige Pokémon fangen lassen, die Wüstenbewohner sind. Schau dich nach ihnen um. Und ich werde wohl Norman, den Arenaleiter in Blue City, herausfordern. Im Gegensatz zu dir macht dein Vater einen sehr starken Eindruck. Entschuldigung. Man sieht sich. Schönen Tag auch. So. Und deswegen sage ich ganz klar und deutlich, Conclusio dieser Ansprache ist, ich setze mir in diesem Nuzlocke, das habe ich auch im letzten Nuzlocke nicht getan, keine künstliche Levelgrenze in irgendeiner Art und Weise an Arenaleitern oder sonst wie. Ich trainiere meine Pokémon so, wie ich möchte. Und wenn die 3 Level drüber sind, dann fühle ich mich wohl damit und ich finde das gut und ich finde, das ist auch mein gutes Recht. So. Ich weiß, dass andere Leute das anders sehen, aber das wollte ich nur nochmal geklärt haben. Ich blende die Regeln ja oder nach den Regeln, nach denen ich spiele, nicht dauerhaft ein. Deswegen muss man ab und zu das nochmal erwähnen. So. Jetzt, ich wollte noch irgendwas anderes sagen. Ich habe den Faden verloren aufgrund der Tatsache, dass die mich so zugelabert haben, dass ich mich jetzt einfach nicht mehr daran erinnere. Schön. Also, welches Fahrrad habe ich gerade? Kunstrad. Braucht das eine andere? Oh, und ich muss Libissus abholen. Ja, sehr gut. Wieder on track. Übrigens auch zum Thema Level Cap. Ich bin angesprochen worden, ob ich nicht Bock hätte, an einer Art Event teilzunehmen, wo verschiedene Poké-Streamer und YouTuber zusammenkommen und zusammen ein Nuzlocke spielen. Also man teilt sich quasi den Spielstand und man weiß immer nicht, was der andere gemacht hat und ja, so das ist das Grundkonzept. Ich war erst so, ja, voll nice Idee und dann habe ich nochmal überlegt und ich war so, eigentlich voll nicht nice Idee. Also eine Idee ist nice, aber ich glaube, es ist nichts für mich, habe ich mir dann überlegt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber also es geht erstmal um Pokémon, ich bräuchte wahrscheinlich eine leere auch ein leeres Ding, ja. Das wäre dann im Zweifelsfall wahrscheinlich ein Video von der Länge von 1 Stunde, wo ich einen Spielstand von Pokémon Ultra Moon oder Ultra Sun, ich weiß jetzt nicht, spiele und das war's. Ich kenne dieses Spiel grundsätzlich. Also ich habe
soweit ich das weiß, Sonne gespielt. Hat mir nicht gefallen. Das war das erste Pokémon, was ich nicht durchgespielt habe, weil dadurch, dass die Arenen gefehlt haben und so, fand ich das ganz schlimm. Und ich hätte mich wahrscheinlich zwingen können, aber habe ich nicht. Und ich habe mir diesen Emulator installiert. Ich habe geguckt, ob das läuft, auch vom CPU und so her, weil zum Beispiel bei dem Emulator für den DS hat mein CPU ja quasi die Grätsche gemacht. Aber auch das funktioniert und ich bin jetzt kurz davor gewesen zuzusagen. Dann habe ich nochmal einen Rückzieher gemacht und meinte, oder also ich habe es noch nicht so gesagt, aber eigentlich habe ich mich für mich festgestellt, dass ich das doch nicht so eine gute Idee finde. Und das Pokémon trägt leider keine Herzschuppe. Jetzt ist die Frage, habe ich die in meine Itembox gelegt oder nicht? Ja, ihr könnt ja mal sagen, ob ihr das gut findet, wenn ich da mitmachen würde oder nicht. Da ist sie, die Herzschuppe. Ihr seid genial manchmal. Ich hätte es echt nicht gewusst. Oh, gut, in meinem Beutel ist jetzt auch kein Netz mehr. Gut, was werden wir diesmal los? Megablock, Edelbrief, Blattstein. Sowieso keiner. Auch nicht. Boah, ja, nun, das kann man alles verkaufen. Vielleicht sollten wir mal ein paar Sachen verkaufen. Schluckraut. Ich habe gar nicht so viele Items. Ich weiß gar nicht, was das Spiel hat. Es fühlt sich schon wieder unnötig beschwert. So. Der hat selber keine Unlichtattacken. Deswegen, es wurde bemängelt, dass ich den Pokémon keine Items gebe. Verstehe ich. Aber das Problem ist, dass ich das halt alles gerandomized habe und deswegen kriege ich nur Crap. Also was soll ich denn machen? Soll ich es mir aus den Fingern saugen? Sehe ich irgendwie nicht. Wenn ich halt kein Feuer-Pokémon habe, dann hilft mir die Holzkohle herzlich wenig. Gut, wir haben jetzt die tollen lustig, ne? Amor ist jetzt fast so stark wie die anderen Pokémon, die ich habe. Nur weil wir es da abgegeben haben. Und es ist kein Aquaknarre. Na? The Return of Libiscus? Ich glaube nicht. Warum gehe ich jetzt ins Pokémon-Center, um das nochmal zu machen? I don't know. Auf jeden Fall, bei dieser Challenge wird auch mit einem Level Cap gespielt. Das war so mein Gedanke. Und mein Gedanke war einfach auch, dass ich in dieser Stunde, dadurch, dass ich das Spiel nicht kenne, sowieso nichts Spannendes machen kann. Ich habe überlegt, was könnte ich denn dazu beitragen? Nix. Weil ich kenne das Spiel nicht. Und ich werde es jetzt nicht nochmal spielen. Und dann kann man es jetzt, glaube ich, auch lassen, also schenken. Ich finde die Idee super cool. Aber ich glaube, es ist einfach das falsche Spiel und die falsche Zeit. Finde ich. Ist es jetzt okay so? Oder stimmt hier immer noch was nicht? Nein. Es ist alles okay. Gut, ich gehe kurz verkaufen, damit unser Beutel ein bisschen leerer wird. Eilrad haben wir abgeholt, ne? Weil ich will da nördlich von der Route da diesen Berg rauffahren. Nördlich von der Wüste. Ich möchte Dinge verkaufen. Entschuldigung, verkaufen. So, ich verkaufe den Riesenpilz. Ja, bitte. Ich verkaufe außerdem den... Bin unsicher. Okay, ich verkaufe nur den Riesenpilz. Könnte ja sein, dass ich noch einen Boden-Pokémon kriege. Und dann bräuchte ich das. Die Möglichkeit besteht. Aber dann gebe ich die zwei Status-Items jetzt nochmal in den zentralen Itemspeicher. So, Lanette wieder. Bewegen. Nicht bewegen, was mache ich denn? Das ist so dieser, einfach Muscle-Memory-Ding. Man kann auch wirklich Items wegschmeißen. Ich gehe davon aus, dass irgendwann der andere... Ich habe sogar zwei davon. Dass irgendwann der andere auch voll wird.
Gehe ich mal davon aus. Das Elixier ist ein geiles Item, aber das werde ich später einsetzen. Ich werde definitiv safe vergessen, dass ich das habe. Und dann werde ich das auch nicht einsetzen. Aber ja. Dasselbe gilt für AP-Top. Das sind tolle Items, aber das setze ich einfach nicht ein, weil ich immer denke, es kommt noch eine bessere Gelegenheit. So, Items sortiert. Also, wir haben heute den Orden geholt. Mit sehr unsouverän, muss ich sagen. Ich war nicht sehr konzentriert, aber wir haben es trotzdem geschafft. Aufgabe fürs nächste Mal ist dann einmal nach Laubwechselfeld zu gehen. Wahrscheinlich Dancer, hoffentlich eine Wasserattacke beizubringen. Mal gucken, wer die Herzschuppe am Ende benutzt. Und dann müssen wir nochmal zu Devon Corporation, weil dann müssen wir uns den EP-Teiler abholen. Das sind die Pläne fürs nächste Mal. Okay, ihr Lieben, ich hoffe sehr, euch hat die Folge gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es so war. Und ihr habt hoffentlich den Kanal abonniert, damit ihr immer seht, wenn ein neues Pokémon-Video online geht. Aktuell gibt es Pokémon immer Dienstag und Donnerstag um 17 Uhr. Ihr könnt mich gerne mal live auf Twitch besuchen. twitch.tv/aupo_anne. Könnt ihr Hallo sagen, freue ich mich. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen, ihr Lieben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.